Ich kann's kaum abwarten. Gleich kommen die Lottozahlen und wenn wir gewinnen, dann werden wir reich. Tinti, das ist so unwahrscheinlich, dass es klappt. Wir werden dann niemals gewinnen, Papa. Oh doch, ich glaube, mit diesem Lottoschein werden wir auf jeden Fall den Jackpot von mehreren Millionen Euro gewinnen. Das ist mein Lottoschein, 4378. Und gleich kommen auf jeden Fall hier die Lotto-Nachrichten, welche Zahlen gewonnen haben. Und bla bla bla, ey, der redet und redet, ich kann es kaum mehr abwarten. Und oh, hey, Freunde, schön, dass du da eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren. Und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir sind gerade hier zu Hause und haben gerade den Fernseher an, weil ich habe hier einen Lottoschein, Freunde. Und wenn alle vier Zahlen davon richtig sind, dann sind wir reich. Sandy, freu dich nicht so, am Ende verlieren wir sowieso. Ich will gewinnen, Papa. Ja, Kleiner, wir werden auch gewinnen. Irgendwie, ich fühle es irgendwie. Heute ist es ein ganz besonderer Tag. Genau wie die letzten 43 Tage. Ach, heute, wirklich, Sentine, heute ist es soweit. Und nun, liebe Zuschauer, kommen wir zu den dieswöchigen Lottozahlen. Ja, die Lottozahlen. Ich setze mich sofort hin. Ich bin bereit. Oh mein Gott, Freunde, komm schon. Drückt uns die Daumen. Like das Video jetzt alle. Der Gewinner bekommt 10 Millionen Euro. Und wir fangen sofort an. Die erste Zahl lautet 4. Warte mal und 4. Oh mein Gott, okay. Wir sind gut dabei. Die erste Zahl ist richtig. Let's go. Nicht schlecht. Was ist die zweite Zahl? Ich weiß nicht, Sentinel. Jetzt ruhig sein. Alle ruhig sein. Die zweite Zahl ist eine 3. Eine 3, Freunde. Wir haben auch eine 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht es ab. Und eine 7. Eine 7 bitte. Als nächstes eine 7. Die dritte Zahl ist eine... lass mich mal kurz gucken. 7. Hä? Warte mal. Was? Noch eine Zahl. Dann sind wir reich. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Oh, was ist die letzte Zahl? Komm schon, bitte, bitte, bitte. Und die letzte Zahl ist eine... 8. Oh mein Gott, Freunde, wir haben gewonnen. 4378, Sentino, wir sind reich und haben den Jackpot gewonnen. Was, Sentino, das ist ja unglaublich. Wir sind reich. Aha, was geht denn da ab, Freunde? Das ist jetzt auf jeden Fall unser Lottoschein, womit wir jetzt den Jackpot von 10 Millionen Euro gewonnen haben. Oh mein Gott, ey, wie viel Glück wir hatten, bitte. In diesem Haus müsste der Gewinner wohnen. Wir klingeln mal an seiner Tür. Hä, wer ist das denn? Ich gehe sofort aufmachen und schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Schönen guten Tag, der Herr, sind Sie Centex? Ja genau, mein Name ist Centex, steht doch auch hier vorne. Dann beglückwünsche ich Sie recht herzlich zu Ihrem Lotto-Jackpot von 10 Millionen Euro. Vielen, vielen Dank und warte mal, sind die Preise schon da? Ja, das ganze Geld steht hinter mir, geben Sie mir davor aber doch den Lottoschein zum Überprüfen. Alles klar, hier bitteschön, haben Sie auf jeden Fall den Lottoschein und oh mein Gott, Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Hauptgewinn. Vielen, vielen Dank und Sentine, komm sofort mit, ey. Der Hauptgewinn ist da. Oh, so viel Geld. Schau dir das mal an, das gehört jetzt alles uns. So, so viel Geld haben wir einfach gewonnen, hier überall, alles ist mit Geld voll. Oh mein Gott, was wollen wir bitte mit so viel Geld machen? Und wir haben sogar ein Mercedes gewonnen, ein brandneues Auto haben wir sogar auch gewonnen. Ich kann es immer noch kaum glauben. Wir sind jetzt reich, aber was sollen wir mit so viel Geld machen? Ich habe da schon eine Idee, was wir damit machen. Ich werde mir ein eigenes Millionärsdorf kaufen. Das hört sich interessant an. Ich meine, wir haben sowieso zu viel Geld und deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt ein eigenes Millionärsdorf, was mir gehört. Aber davor müssen wir uns erstmal noch ein paar schicke Kleider holen. Los geht's. Da sind wir angekommen. Vielen, vielen Dank, Jeffrey. Und Freunde, schaut uns mal an. Wie sehen wir denn aus? Wir haben uns jetzt auf jeden Fall richtig schicke Klamotten auf jeden Fall hier gekauft. Und schau mal, wie findest du meine Sonnenbrille? Und ich habe sogar eine krasse Goldkette. Einfach so eine Goldkette, ey. Boah, die ist aber so schwer um meinem Hals, ey. Ja, Sentine, das hättest du mir mal vorher überlegen sollen. Aber da wären wir angekommen. In meinem eigenen Millionärsdorf. Und dieses Dorf gehört jetzt einfach uns. Wir haben das jetzt mit unserem Geld gekauft. Komm. Oh, ich kann es kaum abwarten. Ich auch nicht, Sentine. Und schönen guten Tag. Wir würden gerne einmal das Millionärsdorf betreten. Es ist mir eine Ehre, Sentex, dass Sie dieses Dorf betreten. Sie sind ja der Besitzer von diesem Dorf. Oh ja, das ist richtig. Das ist das Centex Millionärsdorf. Und ich bin hier auf jeden Fall mit meiner Freundin. Moin, moin. Und wir würden gerne das Dorf betreten und sofort die Tür aufmachen, habe ich gesagt. Ist ja in Ordnung, Centex.
hereinspaziert. Oh ja, das denke ich auch. Und Freunde, schaut euch das Ganze an. Das ist auf jeden Fall jetzt hier das Millionärsdorf. Alle Häuser sind aus Diamanten, Emeralds und Gold. Alles luxuriös. Was haben wir? Wir haben hier einen Autoverkaufsladen. Wir haben hier ganz, ganz viele reiche Villagers. Hey, schönen guten Tag. Warte mal, sind Sie nicht Centex, dem das Dorf gehört? Oh ja, das bin ich. Mir gehört das Dorf und, okay. Juhu! Leute, zu Centex ist da. Oh ja, ich bin auf jeden Fall da, ey. Die verehren dich ja richtig. Ja, natürlich. Mir gehört ja auch das ganze Dorf. Und ich würde sagen, schaut euch das Ganze, Mann. Hier ist auf jeden Fall so ein Shop. Warte mal, Centex, Sie sind es doch. Oh ja, schönen guten Tag. Ich wollte mal mein eigenes Dorf hier betreten. Und Sie haben ja anscheinend so einen Regenbogenstand. Das sieht interessant aus. Könnte ich hier was kaufen? Ja, natürlich. Es ist mir eine Ehre, dass Sie dieses Dorf besuchen. Ich liebe Ihr Dorf. Oh ja, vielen, vielen Dank. Das höre ich gerne. Ich würde sagen, ich würde gerne hier das Regenbogenschwert nehmen. Wie viel kostet das? 64 Diamanten. Das ist ja nichts, 64 Diamanten, ey. Hier, bitteschön. Haben Sie auf jeden Fall die Diamante und ich snack mir auf jeden Fall das Regenbogenschwert. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ihnen auch. Was gibt es hier noch alles? Lass uns mal weiter gucken. Oh ja, wir gehen mal weiter. Hier, Freunde, lehnen natürlich nur die ganz reichen Leute, die sich das leisten können, in meinem eigenen Millionärsdorf zu wohnen. Ich bin reich, ich bin reich. Oh ja, das wissen wir. Und Centine, schau mal, wir haben natürlich in meinem eigenen Millionärsdorf natürlich hier Diamanten, die wir hier anpflanzen. Und hier können wir das Ganze so abernten und dann kriegen wir einfach so Diamanten. Let's go. Das ist ja richtig reich hier, dieses Dorf. Ja, natürlich, das gehört ja auch mir. Ich meine, wir haben so viel beim Lotto gewonnen, ey. Wohin musste das ganze Geld? Ich hab doch keine Ahnung. Wir haben sogar hier riesengroße, reiche Millionärstürme gekauft. Und dann haben wir hier, schau mal, einen riesengroßen Pool hier, wo man auf jeden Fall ein bisschen hier springen kann. Aber ich springe da lieber nicht rein, weil sonst wären meine ganzen Kleider nass und sowas. Und hier ist so eine Schaukel und so eine kleine Chill-Lounge auf jeden Fall, wo man sich auf jeden Fall hier im Millionärsdorf hier ein bisschen entspannen kann. Ich muss sagen, dein Millionärsdorf sieht sogar krasser aus als unsere Stadt, wo wir wohnen. Ja, du hast recht, Sardine, irgendwie schon. Wir können ja vielleicht hierhin sogar umziehen. Ich meine, wir können jederzeit hierhin. Ich meine, dieses Dorf gehört ja einfach uns jetzt hier. Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Hier war genau so ein Autoverkaufsladen, Freunde. Autoverkauf. Oh ja, das steht da. Und wir haben hier, Alter, was haben wir hier? Einen orangenen Porsche. Dann haben wir so ein krasses Auto, noch einen weißen Porsche. Ich glaube, das ist noch ein gelber Ferrari und noch ein weißen Ferrari. Und noch so ein rotes Sportauto. Junge, Junge, Junge. Lass uns mal eins davon kaufen. Oh ja, Sardine, aber wir werden natürlich das allerteuerste kaufen. Ich würde sagen, der hat mir schon von Anfang an gefallen. So ein gelber Ferrari. Und ich würde sagen, komm, wir betreten mal sofort den Laden. Schönen guten Tag, wir würden gerne ein Auto kaufen. Ja, gerne. Welches Auto darf es denn einmal sein für die Dame? Ich bin keine Dame. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Nein, tut mir leid. Ich bin Centex. Das hier ist mein Millionärsdorf. Warte mal, Centex, ich habe Sie gar nicht wiedererkannt. Das tut mir sowas von leid. Das ist mir jetzt peinlich. Alles gut. Ich wollte mal so schauen, was hier in meinem eigenen Dorf hier abgeht. Und geht es Ihnen gut hier? Ja, das ist das beste Dorf von Ihnen. Vielen Dank, dass ich hier arbeiten darf. Alles gut, sehr, sehr gerne. Und kommen wir nochmal aber zurück zum Autoverkauf. Ich würde gerne den gelben Ferrari kaufen. Wie teuer ist denn der Spaß? Das Ganze kostet 5x64 Diamanten. 5x64 Diamanten. Easy peasy. 1, 2, 4, nee, 3, 4. Oh Gott, ich kann nicht mehr zählen. 5. Okay, vielen, vielen Dank für das Geschäft. Vielen Dank, Centex. Sie sind der Beste. Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, Freunde. Jeder mag mich wirklich in meinem eigenen Millionärsdorf und Centine. Ah, ich habe mir den Kopf gestoßen. Komm da sofort raus, ey. Mach da keine Kratzer im Auto. Das Auto geht jetzt auf jeden Fall uns hier. Oh, schaut euch das Ganze mal an. Jetzt einfach hier so ein weißer Ferrari, den wir in unserem eigenen Millionärsdorf gekauft haben. Let's go. Aber ich würde sagen, komm. Lass uns auf jeden Fall weitergehen. Oh, was ist das hier? Hier ist sogar so ein schwarzer Mercedes oder so. Auch mega, mega krass. Und ich habe dort hinten sogar ein Flugzeug gesehen. Ein Flugzeug? Oh ja, wir werden mein ganzes Dorf auf jeden Fall erkundigen. Komm mit, Centine, let's go. Ein Flugzeug und warte mal, was ist erstmal da hinten? Hier haben wir auf jeden Fall einen riesengroßen Millionärsturm. Natürlich hier neben den Diamantpflanzen und sowas. Und hier haben wir sogar Goldpflanzen. Schaut euch das Ganze an. Oh mein Gott, da haben wir ein Privatjet. Da gehen wir auf jeden Fall gleich hin. Und hier ist sogar die Bank.
Bank in deinem Millionärsdorf. Stimmt, Sentine, du sagst es, da ist auf jeden Fall die Bank und schönen guten Tag. Hallo, wie darf ich Ihnen behilflich sein? Mein Name ist Centex und ich würde gerne Geld von der Bank abheben. Warte mal, Centex, Sie sind es, Ihnen gehört das Dorf doch. Ja genau, das hier ist natürlich hier mein Millionärsdorf, das Centex-Millionärsdorf und ich wollte ein bisschen Geld abheben. Gar kein Problem, für Sie mache ich das sofort gerne, wie darf es denn einmal sein? Ja, am besten in einer Tasche vielleicht das ganze Geld, weil ich habe so zu viel Geld, Sie wissen das, ey, das passt nicht alles in meine Hosentaschen. Ja, natürlich kenne ich das nicht. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch und machen Sie bitte weiter so mit Ihrem Dorf. Es ist super hier. Oh ja, das freut mich natürlich zu hören. Komm, 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 Sentine. Ich will jetzt zum Flugzeug. Ja, ist in Ordnung. Komm, komm, komm. Wir gehen ja dahin und oh mein Gott, Freunde. Schaut euch das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier einfach ein eigenes Flugzeug hier am Start. Denkst du, das ist teuer? Nee, weißt du, ich glaube so für 10 Euro kann man das kaufen. Natürlich ist das teuer, Sentine. Alles hier in meinem eigenen Millionärsdorf ist teuer. Und schönen guten Tag, der Herr. Wir würden uns gerne mal das Flugzeug angucken. Warte mal, Sie sind doch Centex. Oh ja, genau, das bin ich. Ich wollte mir mal mein eigenes Dorf heute mal ein bisschen anschauen, was hier so alles abgeht. Es ist mir eine Ehre, Sie zu sehen. Schauen Sie sich das Flugzeug gerne an. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich überlege mir nämlich das Ganze mal zu kaufen. Und Freunde, das hier ist jetzt auf jeden Fall hier das Flugzeug. Boah, schick, 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 muss ich sagen. Hier kann man sich so ein bisschen hinsetzen und sowas. Entspannt, wie findest du es? Also von mir aus können wir jetzt in den Urlaub fliegen. Ja, Sentine, so schnell geht das natürlich nicht. Und hier vorne sitzt dann auf jeden Fall der Pilot. Nächster Halt, die Toilette. Ich muss mal unbedingt auf die Toilette. Das gibt es doch natürlich noch nicht in meinem Millionärsdorf. Aber es ist echt mega, mega schön, dieses Flugzeug. Und wie viel wird dieses Flugzeug kosten, wenn ich es kaufen würde? Das Flugzeug kostet 10 mal 64 Diamanten. 10 mal 64 Diamanten, Das ist ja nichts für uns. Oh ja, du sagst es. Okay, 10 mal 64 Diamanten also. Ja, genau. Würden Sie es gerne kaufen? Oh ja, natürlich. Geld spielt gar keine Rolle. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal aus dem Rucksack so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stacks Diamanten raus. Und hier, bitteschön, das haben Sie auf jeden Fall verdient. Ich würde mir gerne dieses Flugzeug kaufen und let's go. Vielen lieben Dank, Centex. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen handeln zu dürfen. Oh ja, immer wieder gerne. Und dieses Flugzeug, Freunde, schaut euch das Ganze mal. Gehört jetzt einfach uns und würden Sie gerne unser Pilot sein, unser Privatpilot? Ja, natürlich. Ich mache alles für Sie. Alles klar. Das ist sehr, sehr nett. Aber ich würde sagen, komm, 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 Sentine. Das sollte es erstmal gewesen sein. Dein Millionärsdorf ist sowas von klasse. Oh ja, ich finde es auch, ey. Weil wir im Lotto gewonnen haben, konnte ich mir das einfach leisten, mein eigenes Dorf zu bauen. Und jeder kennt mich und liebt mich. La 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 la. Und alle sind auf jeden Fall hier gut drauf und sehr, sehr reich hier in meinem Millionärsdorf. Aber ich würde sagen, lass uns wieder zurück in die Stadt. Aber wir fahren nicht in die Stadt, sondern wir fliegen in die Stadt. Oh ja, let's go. Ab geht es in unseren Privatflieger. Wir fahren jetzt auf jeden Fall wieder von meinem eigenen Millionärsdorf wieder zurück in die Stadt. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Centex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss.